Leute, wir wurden abgezockt und zwar aufs Übelste. Ausgerechnet auf der Durchreise durch 100 Ländern erwischt es uns im Paradies. Wir waren auf der Durchreise 14 Tage durch die schöne Insel Madeira. Mitten im Atlantischen Ozean bietet die Insel einfach atemberaubende Natur und Landschaften. Traumhaften Ozean und vor allem wird die Insel nicht umsonst die Blumeninsel genannt und verglichen mit dem Hawaii Europas. Auf unserer Durchreise haben wir versucht, die besten Tipps zu recherchieren für euch. Wo man am besten essen gehen kann, welche Aussicht man genießen sollte und was es so an schönen To-Dos und Aktivitäten auf dieser Insel gibt, damit ihr für euren Urlaub bestens vorbereitet seid. Und vor allem auch, dass wir einen richtig guten Travel Guide für euch in Buchform herausbringen können, den ihr dann später über unsere Website natürlich bestellen könnt. Den wird es auch noch geben, allerdings möchte ich euch jetzt schon mal so ein bisschen vorwarnen auf eine Sache, die uns gar nicht gefallen hat. Und zwar ist Madeira eigentlich eine super sichere Insel. Es gibt dort wenig Kriminalität, naja, das Übliche halt, so ein paar Taschendiebe vielleicht, wie es sie überall gibt, vor allem in großen Städten. Ansonsten müsste man eigentlich nicht ganz viel Angst haben auf der Insel vor Raub oder Einbrüchen oder sonstigen, weil alle ziemlich friedlich sind, bis auf einen Ort. Und wenn ihr uns so ein bisschen länger verfolgt, dann wisst ihr ja auch, dass wir super gerne einfach Local Spots abhaken. Gerade so mit den Einheimischen so ein bisschen in Kontakt treten und uns einfach so ein bisschen beeinflussen lassen, wie das Leben so ist auf Madeira oder in dem Ort, wo wir gerade unterwegs sind. Und einer dieser Orte ist meistens immer der Markt. Ich liebe es, Supermärkte im Ausland zu begutachten und einfach durchzustöbern. Was haben die da? Was kann man da kaufen? Und vor allem aber auch Märkte, ja, wo es frisches Obst gibt, frischen Fisch, Fleisch und all dieses Gemüse und Obst, was es bei uns nicht gibt. Und gerade Madeira ist dafür bekannt, exotisches Obst anzubieten, was ich noch niemals in meinem Leben gesehen habe. Und ich bin so ein Experte, ja. Ich liebe schon solche Sachen zu sehen und eigentlich bin ich gut gewappnet und kenne die meisten Obstsorten. Aber auf Madeira gab es tatsächlich ein paar Sachen, die ich noch nicht gesehen habe. Und deswegen haben wir uns mit Zilla auf den Weg gemacht zum Markt. Mercado de Lavadores in Funchal. So, Freunde, wenn wir schon mal in Funchal sind, darf ein Besuch auf dem Mercado de Lavadores nicht fehlen. Und zwar findet ihr hier richtig, richtig viel Gemüse, Obst. Vor allem auch Obst, das wir selber noch nicht probiert haben. Und da bin ich auf der Suche, halte Ausschau und versuche uns was Neues zu ergattern. Let's go! Schau mal, Baby, hier sind so Früchte, die wir noch nicht kennen, ne? Also einmal das hier, Mangusto, Pitania. Guck mal. Die kenne ich auch nicht. Meinst du, das sind Passion Fruits? Das sieht ja episch aus, ne? Leute, das sieht aus wie eine Gurke. Von außen ist aber ein Maracuja. Abgefahren. Ich glaube, ich kaufe mir hier gleich ein paar Früchte. Schaut euch das mal an. Auch super abgefahren. Hier eine Art Lychee, aber ganz crazy. Maracujas. This Lychee? No? Mangostin. Ah, okay. Und das sieht aus wie eine Tomate, ist aber auch eine Frucht. Abgefahren. Banana? No. Bananas. Bananas. Like banana, ananas. Oh, really? Like a pineapple banana? Yes. Okay, that's crazy. That's the fruit, that's the fruit. Yeah. Let me try something. Yeah, I want to try this one. I'll try this one. I thought this one was sour. I don't like the banana. Okay. Okay. Oh, guava. Okay. Yeah. Samstag. Guava. Guava? Zwei Stück. Yeah. Let me try this one. Sauerkirsche. Sauerkirsche. Aber eine Frucht, die das Vitamine mehr 44. Okay. Vitamine C. Sauerkirsche sieht aus wie eine Tomate. Also Leute, ich weiß nicht, ob ihr das in den Clips gesehen habt, aber der Kollege, der mir die ganzen Sachen zu probieren gegeben hat, war so ein bisschen aufdringlich. Guava? Zwei Stunden. Ja. Let me try this one. Ich mag das nicht so gerne, wenn ich irgendwie unterwegs bin, Deutsch zu sprechen mit Leuten. Ich spreche mit denen gerne Englisch oder Portugiesisch, wie auch immer, Spanisch vielleicht ein bisschen. Aber ja, irgendwie hatte der auch nicht so diese Ausstrahlung eines
ehrlichen Bauerns, sondern eher irgendwie so eine leicht kriminelle Ader. Also ich bin der Letzte, der irgendwie Vorurteile hat, aber jetzt im Nachhinein, wenn ich mir das Video anschaue, sah der Typ doch schon ein bisschen kriminell aus. Auf jeden Fall habe ich dem gesagt, ja, ich würde gerne ein paar Sachen mitnehmen, weil ich liebe das einfach, wenn Leute so herzlich sind, irgendwie ein bisschen was von ihrer Kultur zeigen, von ihren Früchten zeigen und einfach für umsonst auch zu probieren geben, dann bin ich auch gern spendabel und gebe mal einen Groschen mehr aus. Ja? Also fing ich mit ihm so ein bisschen zu quatschen, was möchte ich haben? Er so, ja, willst du Maracujas? Alles klar, packe ich dir rein. Und er haut mir solche Maracujas rein. Also ich würde schon schätzen, auf jeden Fall 3 Tennisballgrößen, so groß. Und ja, packt die da rein und 4 Stück sind drin gelandet. Pitayas, alles drin. Dann halt diese exotischen Früchte, die ich euch auf jeden Fall noch im nächsten Video vorstellen möchte. Das sind Früchte der Monstera Deliciosa, habe ich übrigens hier auch im Wohnzimmer stehen. Und das ist so eine Kreuzung aus Ananas und Banane, also super abgefahren, aber auch richtig genial, weil ich sowas noch nie kannte. Dann hat er uns noch verschiedene Arten an Beeren reingeschmissen und ja Leute, einfach der gesamte Beutelinhalt war gut gefüllt, aber jetzt nicht sonderlich mega groß. Ich versuche mal irgendwie ein kleines Beispiel für euch zu finden. So, ich hab's. Also, ich sag mal so, das ist so ein guter Einkaufsbeutel von mir. Und ich sag mal so, der halbe Beutel war voll mit Früchten. Also ungefähr so viele Früchte. Schon nicht wenig, aber ich sag mal so, bei einem normalen Wocheneinkauf kaufe ich ungefähr genauso viel ein, wenn nicht mehr. Ja, welche ist die beste? Wie hier? Die gelbe ganz frische und die rote andere Geschmack. Okay, ich nehme eine gelbe und eine rote. Guys, I love markets like this where you can try the food directly. No, don't need to have to pay, but I'm gonna get my food anyways. We'll try them at home. Delicious. What else? The maranquinhos. Mangostinhos. Und ja, dann gehe ich zur Kasse und da ereignet sich das Skurrilste. Ja? Ich bin schon mit dem Gewissen dahingegangen, dass ich mal vielleicht 5er oder ein 10er mehr bezahle als üblich vielleicht im Supermarkt, weil die Leute sich auf dem Markt halt auch ein bisschen traditioneller anziehen, zumindest die Blumenfrauen, die waren in so Trachten unterwegs und ich mag das eigentlich auch, dass man sich so die Tradition bewahrt und den Touristen so ein bisschen was zeigt. Dann gebe ich auch mal ein bisschen Trinkgeld extra und ist auch alles gut, weil dann muss ich mir die Früchte auch nicht aus verschiedensten Supermärkten rauspicken oder zu verschiedenen Ständen laufen, sondern hatte alles an einem Ort gebündelt und konnte euch das dann auch vorstellen. So, dann gehe ich zu der Kasse, Leute, und haltet euch fest. Ich habe einen Preis bekommen. Und zwar war der Preis bei stolzen 80 Euro. Ich dachte mir so, okay. Also wir waren ja auch schon mit Stella auf Hawaii mal einkaufen. Ja? Und da war der Einkauf auch nicht ganz günstig. Aber dieser Einkauf, der war eine komplette Abzocke. Und ich frage die Verkäuferin, sorry, also Moment. Ja, da war ich ein bisschen stutzig. Warum kostet denn dieser Beutel an Früchten 80 Euro? Und sie sagt zu mir so, ja, weil das sind exotische Früchte und das sind Früchte aus Madeira. Und ich habe noch nicht so krass geschaltet. Also ich war gar nicht vorbereitet auf einen Scam, also überhaupt nicht, ja. Die Leute waren eigentlich super nett und auch die Verkäuferin, die schien mir eigentlich eine Einheimische zu sein und jetzt nicht sonderlich irgendwie eine Abzieherin. Und ich sag zu ihr so, ja, aber Moment, wenn die Früchte doch einheimisch sind, sollen die dann nicht eigentlich günstiger sein? Ja, ja, aber das sind exotische Früchte. Ich so, ja, okay, aber die wachsen ja hier trotzdem heimisch, oder? Und dann habe ich versucht, mit ihr so ein bisschen zu verhandeln, weil ich wollte jetzt doch euch ein paar Früchte vorstellen in dem Video und habe dann versucht, ein paar Sachen rauszunehmen. Zum Beispiel Maracujas, ja, die brauchte ich jetzt nicht unbedingt. Kennt ihr ja auch. Das war jetzt eigentlich nur so, dass ich mir dachte, so gut, dann lasse ich den ein bisschen dran verdienen, dann haue ich mir halt morgen früh auch noch ein paar Maracujas rein. Ist doch alles nice. So, dann wurde der Beutel auch schon mal um 20 Euro günstiger. Achtung, die haben 3 Maracujas rausgenommen und der Beutel wurde um 20 Euro günstiger. Maracujas gibt es dort en masse. Also normalerweise, wenn wir einkaufen waren und wir waren schon zuvor einkaufen in unserer Unterkunft, hat die Maracuja vielleicht die 30 Cent, 60 Cent gekostet. Also echt nicht viel.
Gut, dann habe ich noch ein paar Früchte drin gehabt, wie zum Beispiel Pitayas, Drachenfrucht. Kennt man auch. Ich so, okay, Fräulein, nimm die Scheiße, nimm die Früchte auch nochmal raus. Wie viel kostet mich das dann? So, dann waren wir auf jeden Fall schon mal 40 Euro günstiger unterwegs. Und mich hat der ganze Beutel ungefähr über 30 Euro gekostet. Roundabout 35 Euro. Ich glaube, ich habe es sogar im Video erwähnt. Und ja, als ich dann aus dem Markt herausging, hatte ich halt diese Tüte in der Hand. Und dann fing ich so langsam zu realisieren, was eigentlich überhaupt passiert ist. So, Freunde, wir waren gerade am Mercado de Levadores. Super schöner Markt und alles super toll dekoriert. Man kriegt immer so ein bisschen was zum Probieren. Man muss gar nicht mal dafür bezahlen. Oder zumindest mussten wir nichts dafür bezahlen. Ich wollte denen allerdings so ein bisschen Business geben und die ein bisschen unterstützen. Wollte mir eine Tüte Früchte holen, die ich so bei uns nicht gibt oder die ich noch nie gesehen habe. Leute, die wollten mich abziehen, Alter, bis auf die blanke Unterhose. Die wollten von mir 70 Euro haben für eine Tüte von Früchten. Ich habe mir jetzt trotzdem ein bisschen was mitgenommen, aber ich habe immerhin noch 38 Euro gezahlt für die Hälfte. Alter, übertreibt mal. Also wirklich, ich verstehe ja einiges, aber 70 Euro für Früchte. Und dann haben die auch noch gesagt, so, ja, das sind Local Madeiran Foods. Ja, dementsprechend sollte es ja auch ein bisschen günstiger sein. Also ich verstehe schon, wenn es ein bisschen teurer wäre, vielleicht als im Supermarkt, weil es wirklich super schön dekoriert war. Die Frauen, die an den Blumenständen arbeiten, sind auch in traditionellen Trachten angezogen. Aber Leute, kauft da wirklich keine Früchte. Also bei bestem Willen, ich wollte die unterstützen, aber Leute, das geht gar nicht. 70 Euro für eine Tüte voller Früchte. Da habe ich nämlich nicht mal gerade beim Essen im Café gezahlt, obwohl wir drei fette Gerichte hatten. Deswegen schaut es euch gerne an, aber kauft keine Früchte. Ach, da war ich eigentlich noch ganz gut drauf, weil ich mir dachte so, ach scheiß drauf, ich habe auf jeden Fall mein Material, ich kann euch ein bisschen was Cooles zeigen, habe Früchte, die ich irgendwie ja, ergattert habe, aber dachte mir so halt, warte mal, ich meine, ich mache das alles für Recherchezwecke und wollte euch ein bisschen was von der Insel zeigen. Aber ich stelle mir jetzt mal vor, eine Familie kommt von einem Kreuzfahrtschiff oder ihr kommt gerade an auf der Insel und weiß nicht, wollt euch mal einen schönen Beutel Früchte gönnen, den ihr so noch nie in Deutschland hattet. Und dann werdet ihr einfach abgezogen, wo ihr einfach so für einen Früchtebeutel 70 Euro zahlt. Das ist eigentlich nicht normal. Und dann wurde ich so langsam stutzig und habe dann halt auch auf Instagram gezeigt, so hey Leute, irgendwie wurde ich hier abgezogen, kommt nicht zu diesem Markt, weil irgendwie läuft da was schief. Dann wurden mir Nachrichten über Instagram von euch geschickt, dass dieser Markt absolut dafür berühmt ist, dass es gescammt wird. Und meine Laune hat sich extrem verschlechtert, weil ich mir dachte so, ey Leute, es ist der erste Anlauf, wenn ihr auf Madeira landet, dass ihr in Funchal ankommt. Es ist eigentlich was Schönes, auf den Markt zu kommen, ein bisschen von der Kultur was mitzunehmen und vor allem auch die lokalen Bauern zu supporten. Und dann wird man einfach aufs Dreiste abgezockt. Und zwar, ich meine, aufs richtig Dreiste. So eine Tüte sollte normalerweise, ich sag mal, 15 Euro kosten, aber doch nicht 80 Euro. 80 Euro, Leute, dafür geht man eigentlich den ganzen Tag arbeiten, ja? Und einfach nur, um sich so eine ganze Tüte Früchte zu besorgen. Ich sag mal so, wenn es jetzt irgendwie aus einem Feinkostladen wäre und man das irgendwie importieren müsste, aber die Früchte sind doch eigentlich local, deswegen war das der absolute Scam. Und dann wurde mir auch noch eine Nachricht von euch geschickt, dass es bereits eine Serie dazu gibt. Achtung, Abzocke auf Madeira. Und ich habe mir diese Serie dann reingezogen und war komplett baff. Das hat mir meine Laune auf unserer Funchal-Reise extrem verschlechtert. Und eigentlich ist die Insel wirklich wunderschön. Ihr werdet es im nächsten Video sehen. Und deswegen ist es eigentlich so eine Art Schandfleck, ja, dass es diesen Markt überhaupt gibt, dass es zugelassen ist von der Regierung, dass da keiner was gegen macht und dass die Touristen einfach nur abgezockt werden. Ich habe es auch schon in einigen Travel-Vlogs bei einigen Travel-Bloggern gesehen, dass sie gesagt haben, ja, die Locals kaufen nie auf diesen Markt ein, die gehen da halt nur hin, um sich das anzuschauen, aber keiner hat auf diesen Scam irgendwie reagiert oder aufmerksam gemacht. Ich weiß nicht, ob die dann mit dem Tourismusverband irgendwie zusammengearbeitet haben und das nicht erwähnen durften. Aber ich finde, ihr solltet das von mir auf jeden Fall Bescheid wissen, dass wenn ihr auf Madeira landet, niemals dahin geht. Also ich würde euch sogar abraten,
euch die Früchte anzuschauen. Ich meine, kann man machen, aber ich würde es eigentlich gar nicht mal so unterstützen. Und das Traurige ist, dass diese Stände immer noch bestehen sind. Ich glaube, die Doku, die ich mir angeschaut habe, die werde ich euch unten auch verlinken, die ist aus 2017 oder so und die Stände gibt es immer noch und die ganze Abzocke findet immer noch statt. Es ist so traurig und ich bin mir sicher, dass einige von euch diese Abzocke auch noch nicht gesehen haben und deswegen wollte ich mit diesem Video auf jeden Fall darauf aufmerksam machen, weil es ist irgendwie traurig. Und ich war in so vielen Ländern schon unterwegs und der letzte Ort, an dem ich vermutet habe, abgezockt zu werden, war einfach Madeira. Und ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video ein bisschen aufmerksam machen. Und ja, wenn ihr mehr solcher Real Talk Videos haben wollt, schreibt es mir auch gerne in die Kommentare. Vielleicht habt ihr auch schon mal eine Experience gehabt, bei der ihr irgendwo im Ausland aufs Übelste abgezogen wurdet. Und ich freue mich auf jeden Fall auf eure Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Adios.